Hallo, herzlich willkommen aus der Liga der Bestien. Meine Waldläuferin kämpft sich weiter durch und bisher ganz gut. Ich habe ja neues Spielzeug mit den beiden Fernangriffstotems. Ah, ich liebe dieses Spiel. Ich stelle mir jetzt schon richtig vor, hier die Endbosse später auf den Mess. Oh, die sind neu. Habe ich denn eigentlich noch genug Netze, um hier die alle so fleißig? Ja. So, ein paar werden wir aber auch erledigen müssen, weil wir natürlich ein bisschen Leben brauchen. Wir sollen ja nochmal zurück ins Waldlager reisen. Das müssen wir auch noch machen. Aber zurzeit ist das noch nicht. Ich habe übrigens meine Fernangriffstotems, das Sperrfeuer, habe ich jetzt. Nee, habe ich doch gar nicht. Wollte ich, habe ich aber nicht. Ging nicht, weil die Fassung die falsche Farbe hat. Also werden wir noch ein bisschen warten müssen. So, da hinten ist nämlich... Das ist doch bestimmt auch was Neues, oder? Nein, die haben wir schon. Davon habe ich auch schon ein paar. Dafür opfere ich jetzt mal keine Netze. Die werden wir später dann vielleicht nochmal finden müssen. So, dann werden wir einmal ins Waldlager kurz. Und dann werden wir uns... So, erstmal hier den. Oh, der erzählt mir ganz schlimme Dinge. So, aber wenn jener werden wir brauchen. Verbannt die Finsternis. Hahaha. Das machen wir. Wenn es denn geht, machen wir das. So, also ein Blender, die Klaue brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Also normalerweise, das habe ich wohl aus Versehen eingepackt. Das Ding auch irgendwie. Das wollte ich auch gar nicht identifizieren. Ich Idiot. Ah. Oh, das ist gar nicht schlecht. So. Gib ein bisschen Intelligenz. Erhöhte Rüstung ausweichen. Das ist sowieso... Also der Ausweichwert... Der ist ja hier deutlich besser. Rüstung wäre egal. Okay, ein bisschen die Angriffsgeschwindigkeit. Aber es gibt noch ein bisschen Schaden. Da sind die auf alle Fälle besser als das, was ich da jetzt drin habe. Aber es sind natürlich viel zu wenig... Ich kann ja eigentlich mal auf mein Glück hoffen hier, oder was? Ich werde das mal machen. Ja, und dann haben wir hier auch gleich wieder was verbraten. So. Eine blaue, eine rote. Dann habe ich ja eigentlich mein Problem gelöst, weil die sollte ja gerne da rein. So, die Frostbombe. Achso, ich bin ja mit einem Verkaufen. Da geht das natürlich nicht. So. Die sollte ja da rein quasi. So. Und die blaue, die Frostbombe möchte ich da rein haben. Was haben wir hier noch? Den Ansturm finde ich gar nicht so schlecht. Den Teleportpfeil brauchen wir auch. So. Den Teleportpfeil, den schmeiße ich jetzt einfach mal da rein. Ich hoffe mal, da ist jetzt auch nichts drin, was... Nein. Das stört jetzt nicht weiter. So, dann werden wir das hier aussetzen. Und dann haben wir doch gleich hier... also Energieschild ist... Haben wir ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Ausweichwert. Das ist gar nicht so schlecht. Also Gegenstände verkaufen. Können wir dann gleich weitermachen. Verkaufen. Gegenstände verkaufen. So. Die kann ich so verkaufen. 140 Mana, die sind aber schlechter als meine. Dann haue ich das gleich weg. 640 Leben. Das ist gar nicht uninteressant. So, eine Flat, wenn ihr einen kritischen Treffer verursacht. Ja, die sind ja eigentlich, sind die Sachen alle besser hier. Ne? Habe ich eigentlich einen, der Bluten irgendwie verhindert? Nee, habe ich gar nicht. Okay, wir werden den jetzt hier trotzdem mal einsetzen, weil wir auch irgendwie was... Achso, hier sind wir ja im Verkaufen. Der Schädelkäfig. Wollen wir mal gucken, was macht der denn? Nein. Den kann ich eh nicht einsetzen. Also weg. Den machen wir mal weg. So, jetzt haben wir hier noch die Projektilsalbe und das Ding haben wir noch hier. Das habe ich immer noch. Verstümmeln. Annehmen. So, dann gehen wir mal zur Kiste und schmeißen da mal ganz kurz was rein. Aber nicht da, sondern in die Orbs bitte. So. Orbs deswegen, weil ja früher die Sphären Orbs hießen, als es noch alles Englisch war. Ne, mal zur Erklärung. Also ich werde ja mein Glück da herausfordern, das weiß ich auch. Was ich eigentlich brauche, sind zwei rote und ein grüner.
Und das ist höchst unwahrscheinlich, weil das Ding auf Geschicklichkeit basiert. Das heißt, man hat die größte Chance, eigentlich grüne zu kriegen. Aber wir haben Glück gehabt. So. Verstümmeln möchte ich da gerne mit reinlegen. Und dann mit dem Sperrfeuer. Das Verstümmeln ist eine Unterstützung und die eigentliche Angriff. Also das Fernangriffstotem, das sorgt ja hier dafür, dass ich das als Totem verwenden kann. Also ich kann es aufstellen, macht automatisch. Das Sperrfeuer selbst ist ja der Angriff, der ja 51,8% des Basisschadens eben verursacht. Wäre vielleicht tatsächlich auch mit dem Feuerpfeil gar nicht so schlecht. Aber wir werden das jetzt einfach mal so machen. Es macht jetzt eben erhöhten physischen Schaden und es kann eben auch noch Verstümmeln verursachen. Das heißt, die Gegner werden dann langsamer, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. So. Dürft mich aber gerne verbessern. Ihr wisst, ich nehme immer gerne Kommentare. So, Projektilsalve. Das ist halt die Frage. Die schmeiße ich dann da wieder mit rein. So. Man hat ja, ne? Man hat ja Platz. So, also ich müsste eigentlich nochmal irgendwie was anderes haben. Da müsste ich eigentlich andere Dinge reintun hier. Also zwei Schwerter, damit ich hier einfach ein paar mehr, ne? So, und da muss ich mal drauf achten, wenn ich jetzt mal wieder welche finde. So, und den wollte ich ja gerne da reintun, damit ich einfach ein bisschen mehr habe. Und den verkaufe ich jetzt einfach ganz frech. So. Ja. So. Und dann geht's jetzt auch wieder zurück. Mit den anderen braucht man da jetzt an der Stelle nicht quatschen. Die beschimpfen einen alle nur. Ja, es ist einfach so. So, der Nordwald. Wir gehen jetzt in den Nordwald. So. Also. Und dann werden wir mal hier jetzt weiter gucken. Also hier kommen wir relativ schnell durch auch. So, hier kommen wir relativ schnell durch. So, wir müssen eigentlich nur... Ah, die kann ich auch fangen. Gut, das war die Frage. Dann will ich den auch fangen, wenn ich das kann. Wieso kann ich denn jetzt den zum Beispiel nicht? So, und jetzt können wir uns doch in Form hier, so... Portalrolle, meine! Das ist immer das Schöne, die tauchen definitiv wieder auf. Was sind das hier eigentlich? 21, ich bin jetzt 24. Das heißt, wir sind doch wieder einigermaßen davor. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch aufpassen, ist da irgendwie was Neues? Die habe ich alle, die habe ich alle. Und ich habe, aber wie viele Fallen habe ich noch? 10. Ja, dann will ich die jetzt auch nicht da ausgeben. Ich glaube, hier wird es noch genug geben, was ich fangen muss. So, wir wollen nochmal sehen, dass wir ein bisschen schneller weiterkommen hier. Ich glaube, hier ist noch irgendwo auch so ein Monster-Gorilla, wenn ich das noch so richtig weiß. Ah, da fällt aber auch nichts raus. Ah, komm. Den will ich noch. Dass ich dann doch noch ein paar habe, ne? Also ich weiß ja jetzt noch nicht, wo das Ganze so hingeht. Hab ja einen Tipp bekommen, ich soll doch ein paar mehr Viecher fangen, also werde ich das auch tun. So, wir wollen in das Dickicht des Grauens. Da erwartet uns im Großen und Ganzen eigentlich nichts Besonderes. Ich will hier eigentlich nur welche von diesen Koalas fangen, falls ich die noch nicht habe. Oh. Ich habe geguckt und habe dann, das Gehirn hat gerade verarbeitet, neu, da habe ich schon geschossen. Aber wir haben ja Glück. Ach, die waren auch neu, okay. Da muss ich auch dran arbeiten. Hm. Ah, da, es liegen ja noch, es laufen ja noch genug hier rum. So, ich sehe das schon, ich muss mir hier auch noch ein bisschen... was einsammeln. Hier laufen doch auch diese komischen anderen Biester rum. Genau. So. Ja, hier muss man ein bisschen was erledigen. Hier muss man ein bisschen Platz schaffen hier. Das hilft jetzt nichts. Sonst blickt man da am Ende auch nicht mehr durch. Und ich muss noch ein paar neue Netze kaufen. Und da sind genau. Den wollte ich gerne haben. Und den wollte ich gerne haben. Aber ich glaube, ich habe den falschen eingefangen. Weil mir die blöden Affen da immer in den Weg kommen. So, das war jetzt hier das Lebensaugen übrigens. Und im Mana läuft das auch recht gut.
So. So, bist du fertig, Einer? Ich will dir gerne noch ein paar Netze abkaufen, wenn ich darf. Ja, Netze kaufen, Netze kaufen. Na gut. Ach, jetzt gibt es schon wieder bessere, noch bessere. Was kosten die denn? 2 Portalrollen. Ne, dann kaufe ich jetzt erstmal trotzdem die. Na gut, 1. So. Kann man die anderen Dinge eigentlich auch... Kann man die auch was verkaufen? Ne, also zumindest nicht hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Identifikationsrollen. Ja, da habe ich mittlerweile ein paar. Also ich muss mir ja notgedrungen noch ein paar. Und da ist was, was ich wohl haben will. Notgedrungen, da ist noch ein Tresor. Das ist ja sehr gut. Ich muss ja notgedrungen noch irgendwie früher oder später ein paar Portalrollen kaufen. So, ein verstärktes Seilnetz, Identifikationsrolle. So, und da oben ist irgendwas, was ich haben will, unbedingt. Oh, was das wohl wieder für ein Biest ist. Außerdem will ich gerne die Portalrolle haben. Und ich stufe ja natürlich gerne auch auf. So. Ah, okay. Dich habe ich aber noch nicht, glaube ich. So, einfach geht das. So, und ich glaube, jetzt sehen wir aber auch zu, dass wir wieder rauskommen, ne? Oder? Ich weiß nicht, also hier gibt's, also im Großen und Ganzen gibt es hier eigentlich nichts. Ich weiß nicht, hier sollte ja irgendwann nochmal eine optionale Aufgabe kommen. Aber ich meine, hier gibt es keine. Von wo kommen wir denn eigentlich? Von da hinten. So, ich meine, jetzt gibt es hier noch keine. Das heißt, also hier ist eigentlich genau genommen nichts zu finden. Wenn man jetzt ein bisschen schwach noch ist, sollte man sich das auch gut überlegen, ob man hier reingeht. Ich finde, das ist hier nicht ganz ohne, ganz am Anfang. Gerade weil diese Ursä oder wie sie heißen oder wie sich das auch immer ausspricht, weil die nicht ganz ohne sind. Weil die aber plötzlich neben einem aus dem Boden rauskommen. So, deswegen werden wir auch jetzt hier einfach sehen, dass wir jetzt an der Stelle weiterkommen. So, und wenn wir im nächsten Gebiet sind. Okay, den nehme ich aber noch mit. Oh, der war leider tot. Also ich finde, der macht sich aber schon gut hier, ne? Da oben ist auch noch irgendein Biest, ist da, was ich haben will. Die Monsterspinne. So, ich hoffe mal, ich habe es jetzt auch gleich am Wickel hier. Ja, sah so aus. Das sah so aus, die haben wir. War ein bisschen unübersichtlich gerade, fand ich. Das macht das ein bisschen schwierig dann, wenn da gerade so viele sind. Aber gut durchgekommen. Also kann mich nicht beklagen. Also bis jetzt entwickelt die sich gut. Man muss natürlich, sag mal, das ist auch so ein bisschen... Man muss natürlich mit den Builds immer gucken. Wie gesagt, ich habe mir jetzt diese Items ja auch noch gekauft. Ich bin eigentlich ganz positiv überrascht. Also am Anfang dachte ich, die würde echt stinkelangweilig werden, so mit dem Build. Oder... Dich nehme ich aber mit. Siehst du, der macht aber hier Verblutungsschaden, was ich nicht so gut finde. Ah, ich war zu spät. Mist. Ich finde immer noch... Wie das denn echt? Drückt dann immer auf der R-Taste rum. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht soll ich das auf die R-Taste. Aber... die brauche ich aber vielleicht noch. Ah, dann schnappe ich mir den. Sehr gut. Vielen Dank. So. So, das Timing war sehr gut. So, jetzt kriegt man auch schon ein schönes Bären. Jetzt könnte ich mir theoretisch ja auch wieder tolle Sachen kaufen. Wollte ja immer noch den Bogen mit dem Einfrieren mal ausprobieren, der zusätzlichen Kälteschaden gibt, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Eher den Köcher, nicht den Bogen. Ach, warum bleibe ich jetzt eigentlich stehen und nehme den mit, weil ich die Identifikationsrolle haben will. So, jetzt reicht's. Es reicht.
So, wir wollen da jetzt weiter. So, man kann natürlich alles erforschen immer. Weil da gibt es ja auch wirklich schöne Sachen immer zu finden. Aber wie gesagt, es ist immer so eine Sache mit diesem Fluch, mit dem Überskillen oder so. Wenn man 5 Stufen über dem Monster-Level ist, also 22 haben wir hier, da 25 bin ich noch in der Range. Angeblich findet man dann weniger Currency, also weniger Sphären. Und das finde ich blöd. Gefühlt stimmt das auch ein bisschen. Also... Aber wirklich gecheckt, man müsste ja eigentlich mal mit einem demselben Helden jedes Gebiet einfach mal abgrasen. Einmal abgrasen, einmal nicht abgrasen. Und dann müsste man am Ende dann wirklich mal gucken, ist es tatsächlich so. Oh, Tresor. Ah, der eine ist schon tot. Ah, das ist auch ein bisschen, das ist, liegt mir ein bisschen fern, die Dinger einzufangen. Ne? Man will die immer sofort alle fertig machen. So, was kommt denn da Schönes raus? Aha, aha, ein Jade-Amulett gibt Geschick. Würde ja passen zumindest zu dem Bild. Ein riesiges Mana-Fläschchen, das wollen wir gleich mal... Lebensfläschchen. So, wollen wir gleich mal ausprobieren. Er gibt weniger. Dafür kommt er schneller. Wird sofort angewendet. Gewährt euren Kreaturen. Das ist für mich nicht so interessant. So, aber selbst das weniger macht mehr als dieses Fläschchen hier. So, die Elementarwiderstände, die finde ich jetzt nicht so dramatisch. Da müssen wir sowieso früher oder später zusehen. Da werden bestimmt auch noch ein paar Fläschchen kommen, die wir dann da brauchen können. Was hat denn der da für ein Symbol über sich und warum? Keine Ahnung. Wofür der jetzt wichtig war? Der war ja gefühlt jetzt irgendwie mal ein bisschen wichtiger als die anderen, oder was? Hm. Wollen Sie mal ein bisschen Unterstützung? Also das reißt sich schon ganz schön weg mit einmal, ne? Kann man nicht anders sagen. Das gibt... Okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Ist aber ganz praktisch mit diesem Life Leech, also mit diesem Lebenssaugen, braucht man natürlich ein bisschen weniger. Das ist noch ein Zombie. Mal gucken. Haben die das immer über sich? Ist mir noch nie so aufgefallen. So, jetzt sind wir allein, mein Freund. Hast mich verlangsamt. Meiner. Also ich habe das langsam drauf mit dem Fangen, finde ich. Das klappt schon ganz gut. Da fällt mir überhaupt gerade mal ein. Bei mir noch ein Skillpunkt, ne? Der muss ja auch nochmal irgendwo hin. Was passiert hier? Nochmal mehr Rauben? Oder erstmal wieder ein bisschen Schaden? Ein bisschen mehr Schaden. Bisschen mehr Schaden schadet ja nicht. So, ganz viele neue Rezepte. Ich muss mir die mal angucken. Da gucke ich irgendwie nie rein. Ich muss ja auch das eine oder andere, muss ich ja für die Aufgabe immer noch erfüllen. Ich verlasse mich da immer einfach irgendwie drauf. Dass ich jetzt momentan noch keins brauche oder dass ich das irgendwann immer noch mal nachschauen kann. Ah, die sind neu, oder? Die kann ich nicht fangen? Warum nicht? Die machen mal so schöne Geräusche.
Die machen doch immer so schöne Geräusche. So, komm, machen wir zu zweit fertig. Man ist ja nie allein, ne? Wenn man zu diesen Phantombogenschützen, wenn man diese Fortbewegung, ist man nie allein. Nie allein. Braucht man sich nicht mehr ständig mit sich selbst unterhalten. Ne? Das ist ein Freund, der immer kommen muss, wenn man den ruft. Oder Freundin in dem Fall. Oh, da geht's aber gar nicht weiter. Muss ich hier unten noch lang. Ich habe fast so den Eindruck, dass wir hier noch irgendwie eine Stufe aufsteigen werden, bevor wir den Endboss treffen. Das kann gar nicht mehr so lange dauern. Deswegen, also ich werde jetzt hier die Folge auch durchziehen, bis wir den Endboss von diesem Akt hier erledigt haben. So. Ja, du bist aber auch widersprechend. Du willst es aber auch wissen, ne? Bis wir hier den Endboss erledigt haben. So lange ziehen wir jetzt durch. Ah, das ist schon immer ein Gemetzel. Mein lieber Mann. Und die machen auch kritische Treffer, stelle ich gerade fest. Das ist gar nicht übel. Also das macht mir echt Spaß so mit diesen Totems. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, so, dass ich bisher ja auch immer so, ich weiß nicht, also ich nenne das jetzt mal Distanzkämpfer, gespielt habe, eigentlich mehr oder minder. Bis auf so einen kleinen Ausflug mal mit einem Duellisten, aber ansonsten waren die doch alle mehr so fernkampforientiert. Ach nee, Quatsch. Quatsch, 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 Quatsch. Wir enden doch hier. Es ist, da kommt doch noch was, seht ihr? Ah, da kommt doch noch ein bisschen mehr, bis wir den Endboss treffen. Dann machen wir das doch in der nächsten Folge. Ah, ich wollte natürlich einen Spannungsbogen, ne? Nicht, dass hier einer abschaltet. Alle haben jetzt gehofft, oh, da kommt der Endboss, aber nein, der kommt doch nicht. Nein, das machen wir nächstes Mal. Da kommt noch ein bisschen was. Ich will die Folge nicht zu lang, ich will die Folge einfach nicht zu lang werden lassen, ne? Also, wer lieber ein bisschen länger guckt, der soll einfach mal warten und zwei Folgen hintereinander gucken. Für alle anderen, die so zwischendurch mal gucken, sind 20 Minuten oder 25 auch schon immer viel zu lang. Manchmal schwierig. In diesem Sinne, ich bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, es bleibt so spannend für euch und ihr seid weiter dabei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar. You are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.